Die ersten Kornspitz-Action-Days im oberösterreichischen Bad Leonfelden haben genau das gehalten, was sie versprochen haben. Jede Menge Spaß und besonders viel Action für das Kornspitz-Sportteam. Kornspitz! Unsere Sportler haben jetzt eben die Möglichkeit, eben andere Sportler kennenzulernen, andere Sportler kennenzulernen. Alt trifft Jung, Newcomer trifft All-Star, Medaillengewinner trifft Rookie, Sommersportler trifft Wintersportler. Dass unterschiedliche Sportarten zusammenkommen, das sieht man ja meist erst bei Olympia. Und dass wir jetzt hier zusammenkommen, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, ich finde es super, dass man ein Unternehmen organisiert, dass man mit vielen Sportlern zusammen ist, auch aus vielen Nationen. Und insofern, ja, wird sicherlich ein cooler Tag heute. Action ist immer gut, bin ich immer dabei. Vollgas war die Devise für die mehr als 20 Athletinnen und Athleten aus 3 Nationen und 10 Sportarten. I think we can learn a lot about the other sports and what the other do, the other federation. Mit den verschiedenen Spaßgefährten ging es ins Gelände und auf die Straße. So viel mit Speed habe ich dann auch nicht zum Däumen in der Freizeit, weil Langlaufen ist doch nicht so eine Speed-Sportart. An den verschiedenen Stationen von Yohama Elektromotorrädern über Quads bis hin zum Spider-Trike bildeten sich lange Schlangen für eine Spritztour. Tolle Idee, da verbindet man die verschiedenen Sportarten und lernt sie kennen dadurch. Und ist eine Chance, einmal was auszuprobieren. Mut und Geschicklichkeit waren auch im Segway-Parcours gefragt. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, einmal zu sehen, wie viele verschiedene Sportler im Kornspitz-Sportteam sind. I think it's cool to see the other ones and learn a little about what they do. Ja, voll gut. Also es ist auch Teambuilding da und einfach, dass sie die ganzen Sportler mal kennenlernen und es macht mir voll Spaß. Einer der Hauptdarsteller bei den Action Days war der 430 PS starke Porsche GT3, der Rennsportfeeling aufkommen ließ. Ja, Wahnsinn, das kommt, hat man sich glatt gewonnen. Also saugeil einfach. Nicht laut, das sagt man, und es geht ziemlich schnell. Und es schaut gut aus. Spitze. Wir haben immer wieder, wenn es lange geraten war, haben wir voll Gas gegeben. Und in den Kurven sind wir fast gedriftet. Nein, war spitze. Es ist wirklich sau cool, macht total viel Spaß, die ganzen verschiedenen Sachen ausprobieren, gerade ein bisschen im Gelände Quad fahren, eine richtig coole Aktion. Aber der eigentliche Star bei den Kornspitz Action Days war das Team. Die Athletinnen und Athleten gaben nicht nur gemeinsam Gas, es gab auch einen regen Austausch zwischen den Sportlern quer durch alle Sportarten, Länder und Altersgruppen. Die jungen Sportler können jetzt von den alten Sportlern ein bisschen lernen. Wie läuft das ab? Wie läuft das ab mit Interviews? Wie läuft das ab mit Fotoshootings? Die Kornspitz Action Days waren ein voller Erfolg. Wiederholung garantiert. Yeah!